Too much though, yeah, in this heat and him running around. Oh no, it's a double hoof, looks like, but really close together double hoofed. Oder? Is this too short? Okay, I'm not quite sure. Doch, doch. Ungefähr für Schauer. Good, here is a path. Animal trap. Katrina, Juanca, Julia. Juanca. Nana koka galkozi gana agua ocean ua. Deka mauka karaka. Yeah, we can eat this row. Go, yeah, go, deka, go. Ah, I spoke. Ja, wir sind hier jetzt in Namibia. Mitten im Busch, wie sich das gehört. Hier fühle ich mich zu Hause. Hier in Nordost-Namibia, da leben noch Buschleute. Werden auch San genannt, aber sie selber sagen, Buschleute ist gut, so heißen wir, so sind wir. Die Jäger- und Sammlerkultur dieser Menschen hier, aber wahrscheinlich weltweit auch, ist eine Gesellschaft, die ist halt mit extrem wenigen Problemen behaftet. Und der Beweis dafür ist, dass sie ja zigtausend Jahre alt ist, also wahrscheinlich 200.000 Jahre alt oder älter, diese so eine Kultur oder Jäger- und Sammlerkulturen. Nicht wahr? Alle Menschen kommen ja aus der Jäger- und Sammlerkultur irgendwann mal. Und hier haben wir noch den Einblick in so die letzten Reste der alten Zeit. Small scorpion. Mit der Julia passt das auch noch da rein? Ja. Dass wir so viele Geschichten erzählt bekommen. Alte Jagdgeschichten von den ältesten Männern zum Beispiel, von ihrer Jugend, von ihrer Kindheit.
oder Geschichten über Lieder von verschiedenen Ritualen, zum Beispiel von der ersten Menstruation der Frauen. Da gibt es den Iland-Song, den wir gestern gelernt haben. Zu merken, wie das quasi noch so tief in der Kultur verankert ist. Diese Tradition, die Lieder dazu, ne, die Geschichten, die Rituale, so, das berührt mich. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es jetzt sich stark verändert hat die letzten Jahre. Und natürlich jetzt viel modernes Leben und Werte auch hier vor Ort sind in der Gemeinschaft. Und gleichzeitig aber das Wissen noch da ist, besonders bei den alten Frauen. That's a big one. That's a small one. Yeah, this small one. Yeah, this small one. Yes. Yeah. You can take that, that one. Yeah. Okay, this is from the white one. Yeah, yeah. I'm shooting and then they come up. My name is Kamashu Engeshi. I like to keep my culture strong and alive because I want my small kids can learn more about how we are living in these old days. I like to hunt and to tell some stories for our kids, how it was 100 years ago. And I would like also to lend them our traditional medicine and all of those things. Good job. Good job. Wow. Oh, I'm missing my heart letter. Yeah. I'm supposed to take it alone now. We have got no my chance. So I make use of his fire sticks. Gotcha. Yeah. Because we are in the bush. Yes, in the bush. You can use the fire stick. Yeah. We are smokers. We want to smoke now. Oh, gotcha. And the eulophias and also the bush potatoes can be pounded in a stamping pot. The maize is coming from the church. Yes. When my grandfather were living on hand, it was easier. They were not sitting in one place and hunting in the same areas. They were moving from that place, from one place to another place. Says where they see there's a lot of animals is where they can stay and hunting. And it's long time it was easier than today. When a culture not keep them itself strong and lose the language means that that culture can die.
to speak your language, and you have to know your culture so that your youngest can know who am I and who is my before parents. Don't just to look this into books or pictures, and as you learn from your parents, you can also have to do it. You can see it, smell it, then you know that me, I'm a human being. The ability for using tracking for hunting here, where you can really follow the trail and have fairly reasonable success of being able to find it and see it and hunt in this way. You know, so that's another difference. And I think in terms of the culture here, I think tracking really grew out of hunting here a lot from, I mean, I couldn't say really around the tracking culture, but at least from what we've observed so far, the tracking seems really connected to a practical skill of hunting. To see how a different culture develops with tracking and how do they pass on tracking, how do they teach tracking, and also to find out what ways can we support. And I didn't know too much of it coming in, and as I've been here more and found out about that, one of the goals is that they can bring people from outside the area, like people from Europe, to come and take classes and pay money, and that can help fund young people in the community to learn how to track. And I think that sounds like a really, really good thing to support. So finding that out and then learning, oh, we can help support by coming over here and bringing money, and that then helps the teaching of young people into tracking. It's a bit like watching a film, you know, walking down the road and then seeing what happened the night before. And it just opens up the sense of this area, of how alive it is and how many stories are moving in each day. This two? This is hyena and leopard. Yeah, this is leopard and this is hyena. Hyena. The idea wat ons nou geplan om die tracking school wil oopmaak is om te probeer om hierdie die jonge kinders plus die guys wat bietjie groter is wat nog nie geken het, moet ons vir hulle weer leer om ou traditionele sê, hoe moet ek sê? Vat hem terug en binnen in sy taas so binnen. Ja, om die traditie vorentoe te gaan. Mm. Onze plan is, hoekom is dit so? Hoekom is onze traditie gaan lyk asof hy afkom of hy breek? Wir sind jetzt direkt in der Nähe von unserem Camp, wo Nui, der Master Tracker, wohnt. Und es ist jetzt morgens um 7 und wir gehen mit ihm raus zum Spurenlesen, weil bald ist auch die Evaluation, wo wir getestet werden, wie gut wir schon im Spurenlesen sind. Genau, und jetzt hat er irgendwas gefunden, vermutlich eine Hyänenspur. Ich guck mal hin. Das war so dick, wenn man das. Hyena. Yesterday night I heard some sound.
Yeah. Have you also heard something? Yeah. In the night? In the night. Yeah? Yeah. Hyena. You heard? Yeah. My bird? I think it's kind of the kind of owl. Yeah, I was thinking the same thing. As like, this looks like some kind of owl. Yeah, it's an owl. You see him? He's just a little bit more behind. Ah, okay. Ah, yes. Oh. Let's go with a little bit of blue. How is his tail? On the shoulder. Ja, wir machen hier gerade eine Evaluierung für Track und Sign, das heißt Spuren und andere Zeichen von Tieren. Und da geht es jetzt darum, zu gucken, wie gut man ist. Und da gibt es ja dieses Cybertracker-Evaluierungssystem, das von Louis Liebenberg hier in Südafrika entwickelt wurde. Und das ist so ein sehr wissenschaftliches System, wo nach gewissen Schwierigkeitsgraden dann anhand der Spur dann festgestellt wird, wie gut man ist. Und man muss ungefähr 50 Spuren identifizieren und sagen, was es ist. Und dann zählt der Tui, der Master Tracker, hier dann die Punkte zusammen und dann schaut man, wie viel man hatte. Also wir sind ganz gespannt. Wir haben gerade angefangen und unsere ersten 6 Spuren fertig gemacht und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Alright, yeah. So what do the master say? Yeah, extensive with gelatin. The process caraca. Oh, okay. Caraca. Mm. Yeah. Der Grund nach Afrika, nach Namibia zu den Buschleuten zu fahren, hat viel mit meiner Sehnsucht zu tun, zu lernen, was es heißt, so ganz nicht nur nah in der Natur zu leben, sondern sich als ein Teil der Natur zu begreifen. Und ich hatte die Vorstellung, dass ich hier lernen kann, wie es sich anfühlen kann, so, so naturverbunden, so als ein Teil der Natur zu leben. Was für mich beinhaltet, dass jeder Atemzug und jeder Schritt, den ich mache, Auswirkungen hat auf die Wesen um mich herum. Und dieses Bewusstsein, dass das Auswirkungen auf die hat, mich als ein Teil zu begreifen. Welche Rolle habe ich in dieser Natur? Was kann ich
tun, um dem großen Ganzen an allen lebendigen Wesen auf diesem Planeten beizutragen. Keep the culture alive can maybe strengthening us for future. Because now all people they also wanted to keep their culture strong.